Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Wer im Beruf erfolgreich sein will, hat oft eine Menge zu tun. Lange Tage, anstrengende Termine, wirtschaftlicher Druck, all das geht eine ganze Zeit gut und irgendwann sagen Körper und Seele gemeinsam Stopp. Angstgefühle stellen sich vielleicht ein oder sogar Lähmungen. Und heute sprechen wir darüber, wie man dem begegnen kann. Bei mir ist Professor Dr. Dr. Stefan Ahrens. Er ist ärztlicher Direktor des Fachzentrums für Stressmedizin Hamburg im Falkenried und er ist auch tätig in der Privatklinik Blumenburg. Das ist eine Klinik für psychosomatische Erkrankungen in Sillent in Schleswig-Holstein. Schön, dass Sie Zeit haben, Herr Professor Ahrens. Gerne. Sagen Sie uns, lassen Sie uns über ein Beispiel aus Ihrer Praxis sprechen. Ein Geschäftsmann war das, der, so habe ich mir notiert, eine Panikattacke bekam auf dem Weg ins Büro. Wie genau war da der Fall? Also ein 42 Jahre alter Geschäftsmann, der auf dem Weg in seine Firma, das ist ja eine Routine für ihn, direkt vor dem großen gläsernen Eingang eine Panikattacke bekam, die so stark war, dass er sozusagen umgefallen ist und nicht in der Lage war, das Gebäude zu betreten. Es musste dann ein Rettungswagen kommen, weil natürlich der Verdacht erstmal war, körperliche Störung, Herzinfarkt oder Schlaganfall, hat sich aber nicht als triftig erwiesen, sondern es war eben eine Panikattacke. Und auch im weiteren Verlauf war er nicht mehr in der Lage, das Gebäude zu betreten, ohne dass dieser Zustand wieder eintrat. Ja, also das heißt dann Herzrasen wahrscheinlich? Herzrasen, starke Ängste, also starke vegetative Reaktion und subjektiv entsteht dann das Gefühl, dass man in Ohnmacht fällt oder einen Herzstillstand bekommt. Also ein sehr alarmierendes Gefühl und das ist ja Inhalt der Panik dann auch. Ja, und der kam dann zu Ihnen? Ja. Und wie hat er sich denn da vorgestellt? Hat er dann gesagt, oh, ich komme nicht mehr in die Firma, ich hatte eine Panikattacke? Also er ist zunächst mal zum Hausarzt gekommen, war ja auch vorher in einer Klinik. Und insofern war die Diagnose Panikattacke ja schon gestellt. Das heißt, unsere Aufgabe war zusammen zu überlegen, was steckt dahinter? Panikattacke fällt ja nicht vom Himmel und trifft einen zufällig, weil man da steht, sondern die hat ja einen Hintergrund, das gemeinsam zu verstehen und dann auch zu bearbeiten. Hm. Was war am Ende Ihre Diagnose, die Sie gestellt haben für ihn? Ja, ist ja Panikattacke, das ist ja die Diagnose. Ist die Panikattacke eine Grundlage für Angst? Panikattacke ist ja sozusagen eine Verdichtung von Angstgefühlen. Mhm. Es gibt ja auch so eine Angst, die man immer so spürt, so eine innere Unruhe, wo man nicht zur Ruhe kommt. Das ist eine etwas andere Störungsform. Weil Panik ist ja so ein Zusammenschieben wie so ein Tsunami in der Seele, was dann plötzlich ausbricht und den betroffenen Menschen im wahrsten Sinne des Wortes umschmeißen kann. Ja, und nach der Diagnose, wie ging es denn bei Ihnen weiter? Also er kam ja zu Ihnen in den Falkenried und hat er dann einige wenige Stunden Therapie gehabt oder wie ging es für ihn weiter? Also in dem konkreten Fall war es so, sagen wir, beeinträchtigend, dass wir ihm eine intensivere Therapie haben angedeihen lassen. Wir haben ihn in unsere Tagesklinik genommen. Das heißt, er kam morgens um 8:30 und ist dann über Tag behandelt worden, verschiedene Methoden, nicht nur therapeutischen Gesprächen, sondern Entspannung, Körpertherapie und anderem, sodass er sich da dann relativ gut regeneriert hat. Wenn man jetzt nicht in die Tagesklinik gehen würde bei Ihnen, also welche Möglichkeiten hätte man, wenn man zu Ihnen kommt? Man bekommt dann von Ihnen eine Diagnose, also Panikattacke oder vielleicht auch Angststörung, könnte ja auch so etwas sein, was damit vergesellschaftet sein kann. Welche Ratschläge könnte ich theoretisch bekommen, wenn ich dann bei Ihnen sitze? Wie oft sehe ich Sie? Wie oft sehe ich Kollegen? Täglich? Muss ich irgendwo hin? Kommt ja sehr auf den Zustand an. Ja. Zunächst mal geht es ja um eine Beratung, eine Diagnose, die man stellen soll und dann gemeinsam mit dem Patienten überlegen, was ist jetzt ein sinnvolles Angebot von unserer Seite. Das kann reichen von der Beratung, kann auch mal ein Coaching sein, dann ambulante Psychotherapie, dass der Patient einmal die Woche kommt, dann für 50 Minuten ein Gespräch führt. Es kann aber auch eben tagesklinische Behandlung sein, die halt intensiver über einige Wochen läuft. Also wir haben ein ganzes Spektrum und haben jetzt seit neuestem Jahr auch die Blumenburg mit zugehörig, sodass wir die Patienten auch relativ unvermittelt und schnell in die Klinik einweisen können, wenn eine entsprechende fachliche Indikation dafür vorliegt.
Genau, über die Blomburg sprechen wir später noch. Ich möchte nochmal zurück zu dem Ambulanten. Ich komme also zu Ihnen. Ich habe große Not. Man empfiehlt mir vielleicht, einige Therapiestunden zu nehmen. Geht es da auch um Medikamente, die ich dann schlucken muss? Das kommt auch sehr darauf an. Wir sind damit eher vorsichtig. Aber wenn die Beeinträchtigung sehr groß ist, zum Beispiel auch so groß, dass der betroffene Mensch sich gar nicht auf die Therapiegespräche konzentrieren kann, dann ist die Überlegung nahe, ein Medikament zu geben für eine gewisse Zeit, um den Zustand zu mildern. Ja, manche haben ja Angst, dass ihnen da etwas gegeben wird, was sie nachher nicht mehr selber beherrschen können. Ist die Angst berechtigt? Nein, es gibt schon Medikamente, die ein Suchtpotenzial haben. Darauf muss man aufpassen. Aber zum Beispiel klassische Antidepressiva haben kein Suchtpotenzial. Die sind extra so ausgelegt, dass man sie auch über einen längeren Zeitraum nehmen kann. Und diese Therapien, von denen wir da jetzt gerade sprechen, diese ambulanten Therapien, was ist das für eine Art Psychotherapie? Also es gibt ja diese klassische Therapien oder die klassischen Therapien Tiefenpsychologie, da geht es mehr um die Hintergründe und biografische Einflüsse. Und es gibt eben die Verhaltenstherapie, da geht es mehr, das aktuelle Verhalten sich anzusehen und das zu korrigieren, um aktuell auch zu Veränderungen zu kommen. Das sind die beiden Grundlagen. Es gibt noch die Psychoanalyse, das ist bei uns aber eher so ein Wissenshintergrund, nichts, was wir praktizieren, weil das durch die Dauer der Behandlung für uns nicht anwendbar ist. Und diese beiden, also die, einmal die Tiefenpsychologie, einmal die Gesprächstherapie, ist das etwas, was ich als Patient auch so klar unterscheiden kann? Oder mischt sich da das eine mit dem anderen? Nein, also es ist so, Verhaltenstherapie ist das andere und Tiefenpsychologie. Das mischt sich nicht, weil das sind ja verschiedene Ausbildungen. Und unsere Aufgabe ist es, halt mit dem Patienten zu überlegen, welche der beiden Therapieverfahren Sinn machen für ihn. Ach so. So, also das, aber ich sage mal als Beispiel, bei Zwangsstörungen würde man heutzutage immer eine Verhaltenstherapie empfehlen. Es gibt aber andere, da wäre vielleicht Tiefenpsychologie angemessen. Also die Indikationsstellung ist schon unsere fachliche Aufgabe. Ja, um dann gemeinsam mit dem Patienten darüber zu sprechen. Sind das immer Einzelstunden bei Ihnen im Fallgerät? Also es, in der Regel sind es Einzelstunden, das hat aber einen technischen Grund. Wir behandeln ja privatversicherte Patienten und Beihilfepatienten und es gibt ein bestimmtes Behandlungskontingent pro Jahr, meistens 30 Stunden. Und die Patienten möchten das natürlich gerne als Einzeltherapie nutzen und nicht als Gruppe. Das ist so ein bisschen schwierig dabei. Wir bieten aber auch ambulante Gruppen an, die die Patienten dann selber aber bezahlen müssen, was aber vertretbar ist im Preis. Ja, und wenn ich jetzt bei Ihnen in der Tagesklinik wäre, wie lang ist bei Ihnen ein Tag? Der Tag beginnt um 8:30 Uhr, wenn man möchte, mit einem Croissant und einem wundervollen Kaffee aus unserer Zauberkaffeemaschine und endet um 3:30 Uhr. Das ist deswegen wichtig, weil wir zum Beispiel Mütter haben von Kindern, die in der Kita sind, die um 16 Uhr aufhört. Das haben wir extra so organisiert, weil diese Mütter können ja nicht in eine Klinik gehen, woanders hin, weil das Kind dann ja sozusagen nicht unterzubringen ist. Und diese Zeitkonstellation berücksichtigt auch die soziale Situation einzelner Patientengruppen. Ja, ja, das ist der Vorteil, dass man danach das tun kann, was man immer zu tun hat innerhalb der Familie. Aber ist das nicht auch ein Nachteil für die Wirksamkeit der Therapie? Das ist unterschiedlich. Manchmal ist es sehr gut, man kann die therapeutischen Erfahrungen des Tages, abends oder am Wochenende schon umsetzen und ausprobieren, ob es sozusagen klappt, was man sich da überlegt und erarbeitet hat. Also das ist ein gewisser Vorteil. Auf der anderen Seite gibt es auch Situationen, wo es sicherlich besser ist, dass der Mensch in eine Klinik geht, also räumlich auch eine Distanz entsteht, wenn zum Beispiel häusliche Konfliktfelder da sind oder auch andere Belastungssituationen. Das hängt eben von den Rahmenbedingungen eigentlich ab, unter denen die Störung entstanden ist. Und ist dann, wie lange würde ich jeden Tag in eine Tagesklinik, in Ihre Tagesklinik gehen? Wie viele Wochen? Also zwischen 4 und 8 Wochen. Das ist eine lange Zeit. Es soll ja auch viel passieren. Ja. Also wichtig ist ja nicht nur, dass wir sozusagen die Einsicht erarbeiten, worum geht es, was sind Hintergründe, habe jetzt mal bei meiner Panikstörung, ja, sondern es geht ja auch darum, mit Nachhaltigkeit die Therapie zu versehen, nämlich muss ja auch halten. Es soll ja nicht nur ein Glücksgefühl da sein, wenn er aus der Tür geht bei uns, sondern es muss ja auch halten. Die Nachhaltigkeit muss ja auch erzielt werden, dass nicht 14 Tage später wieder eine Panikattacke tritt. Ja. Das bedarf schon erheblicher Veränderungen im seelischen Gefüge.
Und das kann man nicht mit der Brechstange machen. Das muss man schon Schritt für Schritt mit einer gewissen Behutsamkeit machen. Und 4 bis 6 oder 8 Wochen gilt das dann auch für die Blumenburg? Ja. Ja. Es ist die Zeit gibt die Seele vor, die menschliche. Ja. Das ist jetzt keine Fantasie oder von irgendwelchen Formalien, sondern eine Seele braucht eine gewisse Zeit, um sich nachhaltig zu verändern. Ja. Sonst wird es nicht. Ja, und wenn die Zeit dann vorbei ist, habe ich gehört, Sie helfen unter Umständen auch Führungskräften wieder zurückzukehren in das Unternehmen und wieder einen Vortrag vielleicht durchzustehen oder eine Sitzung zu leiten? Ja, also es ist so, nehmen wir nochmal als Ausgangssituation die stationäre Behandlung, Blumenburg in unserem Beispiel. Da kann man sehr viel bewegen, aber um sicherzustellen, ich sage nochmal Nachhaltigkeit, dass der Erfolg auch bleibt, ist es gut, sie ambulant dann zu begleiten. Also sie würden dann, wenn sie in der Klinik dort waren, zu uns kommen, ambulant einmal die Woche oder zweimal die Woche Gespräche führen und wir würden thematisch an das anknüpfen, was erarbeitet wurde und sie so begleiten, dass sie eben in der Lage sind, all die Stolpersteine, die sie vorher behindert haben, zu umschiffen oder wie auch immer die Probleme zu lösen, damit sie dann zum Ziel kommen. Das betrifft einmal den beruflichen Bereich, aber eben auch zum Beispiel persönliche Dinge. Ja, weil ja eben doch die Seele auch beübt werden will, wenn ich das mal so ausdrücke. Ne? Das ist ja nicht nur anders zu denken oder mit den Gefühlen anders umzugehen, sondern auch das für sich zur Gewohnheit werden zu lassen. Stimmt das? Es gibt ja sehr festgefahrene Verhaltens- und Erlebensmuster, an denen wir ja rumbasteln. Und die zu verändern, ist schon eine Aufgabe, die ist manchmal nicht ganz leicht. Für den betroffenen Menschen aber ist die Gefahr groß, dass die Automatismen wieder greifen. Ja. Und dann wieder die alten Muster auftauchen. Und da muss Ihnen jemand über die Schulter gucken und sagen, das kommt uns doch bitte beiden bekannt vor, das sollten wir jetzt bitte verändern gemeinsam. Ja. Das ist eigentlich der Punkt, um es geht. Ja, um nochmal ganz, ganz, ganz zum Anfang zu kommen. Wenn man seelische Not hat, muss es schnell gehen aus dem persönlichen Gefühl raus. Viele sagen, oh, dann rufe ich da irgendwo an und dann dauert das so lange. Wie lange brauche ich bei Ihnen bis zu einem Ersttermin? 3 Tage bis maximal eine Woche. Das ist nicht viel. Nein, wir haben uns extra so organisiert, dass wir das anbieten können, weil eben die Situation schon ist, die meisten Menschen, die sich bei uns melden, sind eben in Not und wollen auch schnell wissen, woran bin ich, was ist hier eigentlich los mit mir. Und schon die Klärung, ohne dass vielleicht gleich eine Therapie organisiert werden kann, ist ja schon eine Entlastung. Und sie sind dann bei uns sozusagen verankert als Patienten und wir bemühen uns dann darum, das dauert dann manchmal ein paar Wochen allerdings, auch einen festen Therapieplatz zu organisieren. Ja, und dieser feste Therapieplatz, was wäre, wenn ich sagen würde, ja, ich habe verstanden, 4 bis 6 Wochen, aber jetzt sind 4 Tage rum, ich fühle mich nicht wohl, ich möchte nach Hause. Also es kann natürlich sein, dass im Zuge der Therapie auch mal ein Thema angesprochen wird, was dazu führt, dass dem Patienten etwas unwohl wird. Ich glaube, das muss man gemeinsam verstehen. Und wir haben die Aufgabe, den Patienten dann auch zu tragen, dass er sich sicher fühlen kann und weiß, die finden mit mir gemeinsam eine Lösung. Um dann Schritt für Schritt voranzugehen, sozusagen. Ja, ihn zu entlasten, dass die Bedrängnis sozusagen abgebaut wird. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Und wir sehen uns wieder auf Facebook und auf YouTube. Werden Sie gesund.